Leute, wir sind hier heute mit der Anker unterwegs von unserem Kumpel David, hier auf dem Hausgewässer von uns. Genau, wir sind hier auf der Suche nach Hecht im Winter. Wir werden die Fische tief suchen müssen. Es ist arschkalt, wir haben ja ungefähr so, naja, gerade so um den Nullpunkt, aber der Winter ist ein bisschen gut unterwegs. Ja, Kraut ist ein bisschen krautig, Barsche werden eher schwierig zu fangen sein. Deshalb haben wir uns ein paar große Köder mitgenommen und ja, werden dann versuchen, ein paar große Hechte zu erwischen oder überhaupt erstmal einen Hecht zu erwischen. Ist ja gar nicht so einfach im Winter. Ganz genau. Ja, der Wind bläst uns hier, wie Tommy schon sagt, ganz gut um die Ohren. Es sind gefühlte Temperaturen im Bereich von bis zu minus 3 Grad, also gefühlte. Den Barsch, wie Tommy schon sagt, müssen wir leider ausschließen, heute hier ein paar Rigs zu fischen, weil der See dafür bekannt ist, dass hier der ganze See gut ausgelegt ist mit Seegrasteppichen und da geht er natürlich nicht mit Rigs mehr zu ackern. Deswegen bleibt uns heute eigentlich nur übrig, mit Softbaits da knapp über den Kraut zu fischen und den Hecht hinterher zu stellen. Ja, genau. Ja, nochmal ein kurzer Zusatz. Futterfischschwärme sind natürlich nie auszuschließen, auch die werden wir versuchen zu finden. Und ja, und da wird der Hecht auch nicht unweit von sein und ja, denn wir melden uns, wenn Fisch gibt. Bis später. Ja, Fisch. Okay. Ja. Eine Abzählphase. Oh, Bruder. Naja, aber der ist dicht am Boot. Nee, ist auch nicht so gut. Kescher ist unter mir. Ja. Warte mal noch kurz. Petri, ich würde mal sagen, das ist der erste Hecht des First Jahres. First one. Erster Fisch des Jahres, ein kleiner Pikey-Mikey. Kleiner Pikey-Mikey. Oh. Ja. Auf 20 cm Jensi Rivershed. Wir haben nämlich gerade hier Futterfische auf dem See gesucht. Auch gefunden und hatten auf dem Echolot auch so ein bisschen das Gefühl, dass da Hecht stehen könnte. Da waren nämlich zwei große Sicheln und da haben wir jetzt so ja, auf 9 Meter ungefähr, habe ich ihn jetzt mal vorsichtig lang gezogen, habe ihn noch mal kurz stehen lassen und genau in dem Moment ist er eingeschlagen. Aber gut, Fisch ist Fisch, ne? Anfang ist gemacht hier auf dem See. Heute mal gucken, ob wir noch ein bisschen was kriegen. Und vielleicht. Was hat denn der hier? Ah, gut, ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Größe. Ja, mal bestimmt. Gucken, ne? Wir kriegen vielleicht noch einen großen. Alles klar. Ja, nach dem Hecht eben gerade im Freiwasser. Vor der Fischbahn haben wir jetzt einen Spotfix gemacht. Und zwar fischen wir jetzt hier gerade eine Kante runter, die mit viel Kraut versehen ist und wir vermuten die Fische eben da drinne und wollen gleich uns am Ende der Krautgrenze hinstellen, um eben den kompletten Krautbereich mitzunehmen und den Köder relativ knapp über den Kraut geführt halt ja, Richtung Boot zu fischen. Vielleicht steigt der eine oder andere ein.
Dimitri, David. Der Erste. David, Glückwunsch auch zum ersten Fisch dieses Jahr. Diggi. Dankeschön. Dankeschön. Sind wir doch enthechtet für das Jahr. Ja, darüber. Genau. Noch nicht. Noch sind wir nicht alle enthechtet. Eine Wasser. Oh Mann, die Uhr. Bist du. Schön schön. Mit Schwimmen geht. Ja, schöner Fisch. So, liebe, was fischst du hier heute gerade? Ja, ich fisch den Monkey Lure in 18 cm mit 21 Gramm vorne dran. Ja, sag ich mal, dass der ein bisschen tiefer geht auch, ne? Weil wir fischen ja jetzt im Winter, ja, üblicherweise ein bisschen tiefer. Läuft optimal. Ja, der Spotwechsel geht weiter. Wir fischen jetzt hier den ganzen Bereich der Kante einfach mal ab. Immer wieder mal so ein bisschen das Boot versetzen, gucken, wo die Fische stehen. Ich habe ja eben gerade noch einen Biss gehabt. Ja, scheiße. Ah. Oh ja. Fisch? Ja, aber was denkst du? Hänger oder was? Das ist echt der. Das Ding geht in eine Bremse. Ja, ja, das war ein Kormoran, war das. Aber das hat David letztes schon gesagt. Die schlagen hier ein wie sonst was, Junge. Ja. Zeit abzuwarten, ob wir noch ein paar heute aktive Fische unterwegs sind. Oder wie oder was? Oder wie oder was? Das ist ein Lasse, du. Da war er. Hast du gesehen? Ja, der kam mit, ne? Oh. Aber kein großer. Der hat einfach 5 Gramm. Ja, hinten kurz ran geschossen, ist er abgehauen. Ich hab gerade geguckt, da was das? Was ist das dahinter? Seht bloß so was Weißes, weißt du dahinter? Ich dachte, hä? Vom Maul, weißt du? Da war er. Der Dupp kurz, ne? Ja. Und Fisch flach, ne? Überkraut, ne? Ja, wir gucken mal machen. Oh! Ich bin da. Ordentlich, danke. Willst du mal? Okay, alles gut. Release Quick Release. Zweimal jetzt hinterher, ne? Ja. Eben gerade, oh, da ist er weg. Quick Release. Geil. David. David, was ist da gerade passiert? Erklär uns einmal. Ja, da ich hab den Gummi eben gerade reingezogen und dann kam ein Fisch hinterher und ist kurz vom Boot wieder abgedreht. Nochmal hingeworfen? Im Wurf davor. Ne? Im Wurf davor. Nochmal hingeworfen. Zack, da sitzt er kurz auf dem Boot. Ja. Aber auf Sicht und dann im Winter, da muss man erstmal hinkriegen. Genau. Unfassbar. Unfassbar. Auf Sicht. Fimmst du hier schon wieder? Macht sich das eigentlich gut mit kalten Händen? Das macht sich wunderbar. Machst dir kalt, machst dir warme Gedanken und dann geht er, ne? Ja. Und schon hängt er wieder hier, der. Jensi Rivershed hier mit diesem Decoy, Stingerhaken, Stinger Drilling. Den kennt ihr noch von den 5-Wahl Family Days Videos, die wir gemacht hatten. Da hatte ich den nämlich auch schon mal gefischt und da hatte ich einen 30er Barsch drauf. Mal gucken. Kannst du diesen Köder jetzt mal über dieses Krautfeld werfen? Ja, natürlich kann ich das. Ja. Was soll ich das hier fragen? Bist du nass oder was? Da hast du ihn, kurz vom Boot, Alter. So, fische ich jetzt mit 7, man muss sagen. Kommen jetzt gerade 7 Gramm drauf. Wir stehen hier auf 4,5 Meter Wassertiefe und fischen über Kraut. Das ist tatsächlich so hier im Winter, dass das Kraut immer noch ziemlich hoch steht. So ein Fadenkraut, das geht halt nicht weg, ne? Ist ja klar, das steht immer. Und hier haben wir gerade so einen Bereich. Ja, hier haben wir den Fox Rate Thunder Pro Shad. In 23 cm, 20 Gramm Kopf dran und ja, ein bisschen schwerer angeln, ein bisschen größer angeln, hatten wir bisher auch, ja, guten Fisch mit gefangen.
und ja, am Stahlvorfach montiert. Ja, Tommy, was mir dabei auffällt, ist nicht normal Stahlvorfach, du zwisselst die Stahlvorfächer, ne? Ja, genau. Wie man das hier sieht. Da habe ich mir was gebaut, vorne im Einhänger, aber kommt dann hier so ein kleiner Haken rein und dann wird der Faden leicht angeglüht, der zweite Faden, den man hier rumzwisselt und ja. Genau. Und dann kann man den schön hier rumlegen, am Ende mit UV-Kleber fixieren und ja, hält Bombe eigentlich. Ja, wenn ihr dazu mal Fragen habt oder so, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Da werden wir dies dann auch erläutern im gesonderten Video oder bei Instagram oder sonst wo. Einfach fragen. Ja. Lehnt euch nicht alle zu einer Seite. Ich hab den Service. Der eine füllt, der andere holt mir den Kessel und holt mir den Köder rauf. Ja, das ist das hier. Übrigens, das ist der Jensi Riverstadt natürlich wieder in 15 cm mit dem Decoy Drilling wieder hier hinten dran. Und mit diesem roten Akzent hier hinten am der Paddler hier. Ja. Jo. Und nun zum Fisch. Und dann gucken wir hinten, Steuerbordseite, die Schwanzwasser. Der hat schön geklappt. Guckt euch mal das an hier. Der hat mal richtig einen abbekommen. Ja. Ne? Ja, der hat mal einen abbekommen. Wahnsinn. Heftig. Heftig, ne? Das ist nicht mal kräftig, ne? Da muss man ein richtiger Okkulit mal dran gewesen sein, an dem Kollegen hier. Ja, schön. Fettes Pili. Ja, danke. Schön. Ja. Die letzte Stelle angefahren hat auch gleich funktioniert. Ganz genau. Schön. So, cool. Ja, die Session ist für uns heute vorbei. Wir haben jetzt aufgehört zu angeln. War eine ziemlich kalte Angelegenheit hier heute. Aber Fische haben wir dennoch gesehen. Ne? Also ich persönlich hatte heute Morgen nicht so wirklich damit gerechnet, dass die Fische doch so aktiv waren. Wir hatten einige Bisse und jetzt insgesamt ja, 4 plus ein halber Fisch, sagen wir mal. Der eine ist ja dann vom Kescher abgegangen. Ich habe 2 Stück gehabt. David, du hattest auch 2 Stück, ne, im Prinzip. Alles gut. Und genau, eine noch am Kescher da verloren. Tommy ist leider leer ausgegangen heute. Naja, einer muss ja der Ankerposten sein. Ne? Ankerposten genau. Ist natürlich eine wichtige Rolle. Der am wenigsten fängt, der übernimmt den Ankerposten. Der am wenigsten fängt, übernimmt die wichtigste Rolle. Genau, eigentlich, ja. Alles gut. Naja, aber wir haben die Fische eigentlich fast überall gefunden. Wir haben die in flachen Bereichen gefunden. Wir haben den an den Kanten über Kraut gefunden, so wie wir es uns vorgenommen hatten. Und auch Futterfischschwämme haben wir angefischt, wo ich zumindest den ersten Fisch ja auch rausziehen konnte. Und es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr möchtet, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like. Ihr dürft uns auch gerne abonnieren. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Der Penis, I don't wanna feel it. So I pull up inside my cup and I just sit till I can't feel it.